Stellen Sie sich vor, Sie gehen in eine Bank und sagen, ich möchte jeden Monat 1000 Euro leihen. Wann zahlen Sie zurück? Ja, nie. Viel Glück. The marketplace has had enough of government debt. They're the only people that never pay their money. Now we're at the point of a sovereign debt crisis. This thing just reaches the edge and just goes boom. Martin Armstrong ist einer der Investitionsberater der USA. Weiß er mehr als alle Wirtschafts- und Finanzwissenschaftler zusammen? He predicted the top in the Nikkei index. He was forecasting that there would be a crash in the stock markets. Obviously that prediction was correct. Politicians were corrupt back then as they are today. Those who do know that they're going to invade something start moving money in advance. Alle wollten seinen Code, der die Weltökonomie erschreckend präzise vorhersagen kann. We want the source code. Not getting it. Martin Armstrong wurde 1999 verhaftet und ohne Prozess für 12 Jahre weggesperrt. Der größte Finanzskandal des 20. Jahrhunderts. Wollte man einen Unbequemen zum Schweigen bringen? We did not feel like he was ever gonna get out. So it became a battle between them and me. Staaten machen Milliarden Schulden. Doch wer zahlt dafür? Hat Martin Armstrong eine Lösung?